Hi Leute, weiter geht's mit Letzte Retro Pokémon, die goldene Edition. Wir sind hier in Dukatia City im Supermarkt, im Kaufhaus. Und da sehen wir uns jetzt weiter um. Ein Pokémon, das du durch Tausch erhalten hast, kannst du nicht umbenennen. Der Name spiegelt die Gefühle des Originaltrainers wider. So, so, das wusste ich auch noch nicht. Geheimgabe! Mit nur einem kleinen Piep erhältst du ein Geschenk! Geheimgabe? Sagt mir gerade gar nichts mehr. Wofür das nochmal war, ich weiß nicht mehr. Ich sammle Pokémon. Hast du ein Traumato? Möchtest du es gegen mein Macholo tauschen? Nein. Du möchtest nicht tauschen? Schade. Ich habe kein Traumato und ich möchte kein Macholo. An Sonntagen kommt eine Dame, um sich Pokémon anzusehen. Sie verteilt sogar DMs. Sonntag müssen wir also ins Kaufhaus von Dukatia City, Leute. Das ist ein schöner Hinweis. Das heißt, wir wissen Freitag, wir haben Freitag in beide Editionen auch schon fertig. Und wir wissen jetzt Sonntag und Leute, ich nehme heute nur die goldene Edition auf, am Freitag. Und morgen muss ich wieder hochladen, das heißt am Sonntag nehme ich die silberne Edition auf. Und am Sonntag komme ich auch dann hierher. Das heißt, am Sonntag können wir uns das gleiche in der silbernen Edition holen. Dann muss ich nur noch am Sonntag auch mal mit der goldenen aufnehmen. Schön. Okay, was hast du dann? Die Steine. Nein, die TMs. TM 41, Elektroschlag. Eventuell Paralyse. TM 48, Feuerschlag. Eventuell Verbrennung. Also das ist wahrscheinlich der Donnerschlag. Das ist der Feuerschlag. Dann haben wir hier... Oder Heap heißen die, glaube ich, oder? Ein Donnerschlag, Feuerschlag, Ice Heap. Eisiger Schlag, eventuell Erfrierung. Gegner muss eventuell ausweichen. TM nur 2, das könnte die Kopfnuss sein? Weiß ich nicht. War TM nur 2 Kopfnuss? Das interessiert mich jetzt. Nachsehen. Wenn ja, könnten wir Kopfnuss auch anderen Puppen beibringen und könnten Togepi später ablegen. Sobald es sich entwickelt hat. So, TM2. Welche Attacke? In der ersten Generation war es Klingensturm. In der zweiten Generation ist es tatsächlich die Kopfnuss. Das heißt, wir können uns hier jederzeit die Kopfnuss wieder kaufen, Leute. Super. Gefällt mir. Wenn wir das Geld dafür haben. Geben wir nichts. Hörst du den Glückskanal? Möchtest du gewinnen? Tausche Pokémon mit so vielen Leuten wie möglich. Um verschiedene ID-Nummern zu gehalten. Okay. Ein Automat. Hier ist das Angebot. Tafelwasser. Sprudel und Limonade. Kann ich mir leider nicht leisten. Und es gibt dazu leider zumindest hier keine Tooltips. Wenn du müde bist, dann hol dir ein Getränk aus dem Automaten. Auch deine Pokémon werden sie mögen. Okay. Dachterrasse sind wir jetzt, glaube ich, oder? Ja, wir kommen nicht mehr höher. Moment mal. Untergeschoss.
Ich verliere die Lust am Arbeiten, wenn mir jemand zusieht. Hey Kleiner, tisch ab! Ein Maschok. Hey Kleiner, du hältst uns auf! Wir arbeiten stets im Hintergrund, damit uns niemand sieht! Ja, merke ich. Oha, oha! Das Zeug am Boden ist Plunder! Nimm es dir, wenn du möchtest! Ach, das sind die Arbeiter. Zeug am Boden. Leider komme ich nicht hin. Sehr schade. Ich kann mich daran überhaupt nicht mehr erinnern, Leute. Aber für das meiste bräuchten wir sowieso erstmal Geld, welches wir nicht haben. Und wir haben aber trotzdem ein bisschen gekauft. Mal nachsehen, ob ich da was einsortieren kann. Wir haben 11 Beeren, das gefällt mir. 9 Tränke, 7 Supertränke. Das gefällt mir. Alles sehr gut. Feuerheiler und Eisheiler haben wir zum ersten Mal. Mache ich das alphabetisch? Es ist sogar alphabetisch auszusehen. Bis auf den Paraheiler. Dann machen wir es alphabetisch. So, aber nur in jeweils der eigenen Gruppe, Leute. Erst kommen die Heil-Items. Dann kommen die Status-Heil-Items und Beeren. Und dann der Hyperheiler, Fluchtseil und Wundersaat. Sehr schön. Mit dir hatten wir schon mal geredet. Dein Spielplatz. Dukatze City, Spielhalle. Machen wir später. Bist du ein Trainer? Ich habe eine nützliche Telefonnummer für dich. Ja. Winner speichert Bills Nummer. Mein großer Bruder Bill hat das PC-Pokémon-Lagerungssystem erfunden. Das ist was Tolles. Bills kleine Schwester, so. Oh, du sammelst Pokémon? Mein Sohn Bill ist ein Experte. Er musste zum Pokémon-Center von Teak City aufbrechen. Bill ist also umgezogen. Von seiner einsamen Küstenhaus zurück nach Hause offenbar. Zu Mutti. Ja, wieso nicht? Pokémon Magazine, Pokémon Freund, Pokémon Handbuch, Pokémon Schaubild. Eine komplette Sammlung von Pokémon Bilderbüchern. Dies ist ein Fernsehgerät. Dies ist die Karte. Wie ist denn der Dukatia City? Der Radioturm gibt, den gibt es hier noch, den Route 35, dann der Nationalpark, Route 36. Und dann haben wir auch den Kreis geschafft, Leute, wenn wir auf Route 36 durch sind. Dann gibt es noch Route 37 und dann kommen wir hier noch nach Teak City. Da ist Bill also gerade. Und da können wir dann nach links oder nach rechts. Was ist eigentlich der rote Punkt da unten nochmal? Die Alfruinen waren das. Ja, genau. Mein Spiegelbild sieht echt gut aus. Der Glückskanal. Bastian. Yeah, wie geht es euch nun? Geht es euch? Geht es gut oder geht es nicht? Die Glückszahl-Show ist immer Pflicht. Die Glückszahl ist 27343. Ich wiederhole. Die Glückszahl ist
27343 gewonnen. Komm zum Radioturm. Ist das unsere Nummer? Ich kenne sie nicht. Nein, die Nummer 60 228 1. Also ist das nicht die. Ja, also ich muss mir mal ansehen, was man daraus alles bekommt, ob es wichtig ist oder nicht. Wenn ja, müssten wir tatsächlich mit viel alle Tauschgeschäfte mal machen, Leute. Damit wir möglichst viele Nummern haben. Hat eigentlich Togepi? Welche Nummer Togepi? Wir haben Togepi ja geschenkt bekommen. Aber als Ei haben wir es ausgebrütet. Ah, es hat unsere Nummer. Okay. Wow, das ist eine große Stadt. Ich finde mich noch gar nicht zurecht. Das ist blöd, ja. Mist. Schon wieder einmal zu viel gedrückt. Egal. Die scheint absolut nicht zu sein, aber vielleicht liegt ja irgendwas am Boden. Irgendwo. Untergrundeingang. Untergrundeingang, den machen wir später. Ach ja, das hatten wir schon. Die Spielhalle machen wir auch später. Hier rechts ging es nicht mehr weiter, oder? Nein. Ducatia City, die festliche Stadt mit opulentem Charme. Ich habe Ärger bekommen, weil ich im Keller des Kaufhauses gespielt habe. Hat sich dieser Mann in Schwarz als Mitglied von Team Rocket verkleidet? Wie dämlich! Ja, vielleicht nicht zwingend verkleidet. Da ist der Radioturm, Leute. Ducatia City, Radioturm. Das ist also der Radioturm. Was willst du, du Nervensäge? Hau ab! Den Dingen wir später. Der neue Radioturm wurde erbaut, um den alten zu ersetzen. Ducatia City, Bahnhof. Hier kann ich nichts machen. Hier ist doch absolut niemand. Oh. Schön. Der Zug ist nicht gekommen. Ich hab's. Ich werde die Passagiere auf dem Rücken tragen. Das wird nicht funktionieren. Tja. Es soll einen neuen Fahrradladen geben, aber ich kann ihn nirgends finden. Wahrscheinlich das auf der an der ersten Position immer. Tauschen wir mal mit B-Senior. B-Senior ist auch sehr süß. Biberak? Okay, also Biberak ist glücklich und freundlich. Felino und Visenior sind nur süß. Togepi!
ist auch freundlich und ist glücklich. Wunderbar, gefällt mir. Warti! Warti ist sehr süß. Also Leute, das ist echt toll. Ich weiß gar nicht, ob mir das bewusst war damals, als ich das damals, als es rauskam und so noch gespielt habe. Aber das hier ist tatsächlich eine Bewerterin für den Freundschaftswert von Pokémon, Leute. Pokémon haben ja einen Freundschaftswert, der ist für manche Pokémon sogar wichtig, um sich zu entwickeln. Unter anderem für Togepi. Und sie bewertet ihn mit Sätzen in bestimmten Bereichen. Und jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Iglava müsste den besten Wert von allen haben. Okay. Ich weiß gar nicht, wann sich Togepi entwickelt. Togepi braucht ein Level und einen bestimmten Freundschaftswert, Leute, um sich zu entwickeln. Ich glaube, das Level ist 25. Nein, 15 ist, glaube ich, das Level. Das heißt, es braucht einfach nur diesen Freundschaftswert. Den hat es leider noch nicht erreicht. Glaube ich. Naja. Aber es könnte sich jederzeit entwickeln, Leute. Ich glaube, alle 500 Schritte, den man jetzt dabei hat, steigert sich der Wert um 1. Naja. Ständig verliere ich in Kämpfen und meine Pokémon werden immer besiegt. Das mag der Grund sein, warum ich meine Pokémon nicht mögen. Ja, wenn der Pokémon besiegt wird, dann sinkt der Freundschaftswert wieder, Leute. Unzählige komplexe Bücher, unzählige komplexe Bücher, ein Fernsehgerät, die Karte. Mein Spiegelbild sieht gut aus. Der Glückskanal wieder. Yeah, wie geht es euch nun? Geht es gut oder geht es nicht? Die Glückszahl-Show ist immer Pflicht. Die Glückszahl ist 27343. Ich wiederhole, die Glückszahl ist 27343. Gewonnen? Kommt zum Radioturm. Was haben wir hier? Die Welt ist ein Radweg. Fahrradladen. Keiner da. Ha, ich bin hierher gezogen, aber ich kann meine Fahrräder nicht verkaufen. Warum nur? Würdest du ein Fahrrad fahren und zur Werbung machen? Ja. Ja? Großartig. Gib mir bitte Name und Nummer. Dann leihe ich dir ein Fahrrad. Müller leiht sich ein Fahrrad aus. Schickt Fahrrad in Basis-Items. Meine Fahrräder sind erste Klasse. Du kannst überall fahren. So. Wahl. Fahrrad eingetragen. So. Ein Klapprad, um schneller zu sein. Ich kann es überall fahren. Aber Professor Eich verbietet es mir, es hier drin zu fahren. Das ist echt gemein. Ja, mein Fahrrad, Leute! Juhu! So, da fällt mir gerade ein, Pokécom. Wir müssen noch Bill anrufen. Und das ist die letzte Nummer, wir haben keine Nummer mehr frei. Guten Abend. Dies ist der Verwaltungsservice des Pokémon-Lagerungssystems. Mit wem spreche ich? Winner, richtig? Ein Moment, bitte. Entschuldige bitte die Wartezeit. Winner, deine Box bietet Platz für 18 weitere Pokémon.
Zieh los und mach sie voll! Ich glaube, diese Nummer habe ich noch nie gefunden, Leute. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Ich hätte die Nummer von Bill gerne hier oben. Wir haben jetzt eigentlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist echt gemein, Leute. 2 oder mit Professor, mit Bill 3 eigentlich, haben wir ja 3 systemrelevante Telefonnummern. Ich fände, es sollte eine Seite mit systemrelevanten Nummern geben und eine ohne. Für ohne, genau. Ja, dann wäre ich auch schon voll. Außer es gibt noch mehr, von denen ich nicht weiß. Aber zumindest fällt mir gerade nichts ein. Naja. Da sehe ich gerade, Leute, dass sowieso schon die Zeit rum ist. Wir sehen uns also wieder morgen in der silbernen Edition. Ciao!